Moin, im heutigen Clash Royale Video gibt es das günstigste Deck in Clash Royale. 1,6 Psyche, so 1,6 Psyche ist halt das günstigste in Clash Royale. Der nice Fun Fact ist, wenn der Healspell im Game ist, wird das günstigste Deck in Clash Royale 1,4 Elixier kosten. Ich habe mich jetzt für diesen Deck entschieden, wir können hier noch Karten, also wir könnten auf den Spiegel zum Beispiel reinnehmen, aber ihr könnt hier schon sehen, es macht am Endeffekt keinen Unterschied, ob wir den Spiegel jetzt drin haben oder nicht, deswegen habe ich mich zu diesem Deck entschieden. Lasst gerne kostenlos ein Abo da, um keine weiteren Clash Royale Videos zu verpassen und schreibt gerne in die Kommentare, wollt ihr sowas sehen, wenn es auch die neue Karte gibt und dann 1,4 Punkte Psyche Deck, ob ihr es dann sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr solche Art von Videos nicht verpassen wollt, denkt an Creator Code Morden im Shop. Und das Ziel im heutigen Video ist es, einen Sieg in der Grand Challenge zu bekommen. Wir werden reinspringen bei 0 Siegen. 4 Games werden wir machen. Hoffentlich schaffen wir einen Sieg. Es wäre unfassbar nice, dann würde ich sagen. Wir springen ins erste Game. Let's go. So, jetzt im ersten Game gegen TGH. Mal schauen, was er spielt. Wie gesagt, 0 Siege in der GC. Wir spielen nicht gegen die besten Gegner. Aber trotzdem, unser Deck ist halt... Es macht halt einfach keinen Sinn. Wir haben keine richtige Win Condition. Aber das Deck... Oder wo es sich jetzt auszeichnet oder warum ich dieses Deck auch früher sehr, sehr oft gespielt habe, 2018, wo ich jetzt noch nicht so ein gestandener Profi war. Ich habe das Deck oft gespielt, um besser zu werden in Clash Royale, vor allem mit Cycle-Decks. Und deswegen bin ich jetzt, würde ich schon sagen, einer der besten Cycle-Spieler oder allgemein sehr, sehr gut mit Cycle-Decks, weil dieses Deck mir extrem viel damit geholfen hat. Also Leute, wenn ihr besser werden wollt mit Cycle-Decks, ist das Deck to go. Und immerhin haben wir jetzt die Wallbreaker drin, die gab es früher nämlich nicht, wo man dieses Deck hier gespielt hat. Ich bin gespannt, was er macht. Er macht das so. Okay, soll er machen. Hier ist Bild rein. Und es war eine. Ja. Kein Hit. Es war gut, würde ich sagen. Aber habt ihr gesehen? Oh mein Gott, komm. Schade. Habt ihr gesehen, was dieser eine. Wie dieses eine Skill, glaube ich, 300 Damage oder so bekommt? Gutes Icebird Timing, by the way. Ihr könnt den Icebird nicht mehr so spielen, dass. Also, es connectet immer mindestens. Also ein Spielkomment connectet immer. Wenn ihr den Icegeist zu früh spielt, hitten alle drei Spielgobs den Icegeist und ihr kriegt viel zu viel Chip rein. So, ich würde sagen, wir gelten das. Ice Golem. Dann gehen wir hier mit Warbreaker auf. Oh, Spielgobs auf der Anzeige. Ich dachte, der Mortar, ganz, ganz komischer Mortar. Ich habe gerade, was hat der Mortar gemacht? Er guckt nach links und macht dann einfach den No-Scope. Schade, Spielgobs waren komplett gewastet. Großer Fehler von uns. Das sollte ich eigentlich nicht machen. Ich zeige jetzt einfach mal einen Lock durch. Hier gibt es Skellies, die werden jetzt sowieso sterben. Dann würde ich sagen, es gibt einfach mal Warbreaker plus Healspell. Gucken, was er macht. Hier hat ein Barbell, das geht auf jeden Fall klar. Aber ja, Overcommit nochmal, war sich wohl nicht der Sache zu. Er wusste nicht, ob das reichen würde, sagen wir es mal so. Jetzt gehen wir komplett rein, okay. Schmerz, aber vielleicht connecten die Bats. Nee, macht er gut, guter Ritter von ihm. Können die Warbreaker bitte den Mortar killen? Einigermaßen, aber ja. Guter Chip. Okay, wir loggen das. Wie ein Skeletons jetzt. Okay, was wir jetzt hier machen werden ist, wir loggen das jetzt. Jetzt gibt es hier ein Heathbird, jetzt hier sowas. Gute Defense hier. Okay, was wir jetzt machen wollen auf jeden Fall ist Double Lane Pressure. Ganz, ganz wichtig für uns. Machen jetzt diesen hier erstmal. Jetzt gehen wir mit Log rein, Heathbird. Und jetzt seht ihr schon, der Ice Golem Tank auch. Das heißt, wir kriegen sehr, sehr viel Bad Chip. Okay, nächstes Spielgobs rein. Ach, das ist schwierig. Graveyard. Dieser Mortar, wir haben ja kein Spell, um den Mortar zu killen. Der ist so broken in der Defense. Der kriegen wir jetzt noch irgendwie gewoppelt. Komm, connecte. Oder ja? Okay, der connected. Dann kommt sogar ein offensiver Mortar, Hilfe. Oder eine, oh mein Gott, eine Wallbreaker. Come on. Wir cyclen Icegeist durch. Er geht sehr, sehr aggressiv rein hier. Oh mein Gott, das könnte es gewesen sein. Das könnte es gewesen sein. Turm mit eingefroren, kriegt er einen Mord dazwischen? Nein. Oh mein Gott, wir gewinnen direkt das erste Spiel. Ich würde sagen, Mindestziel erreicht. Wir sehen uns in Game Number 2. Ihr seht jetzt hier nochmal 1:0 jetzt in der GC. Es ist wirklich eine GC. Das sind wirklich, also der Typ war jetzt, wir können mal ganz gucken, wie gut der Gegner war. Ja, okay, er war jetzt kein Gott, aber... Gewonnen ist gewonnen. Hat 12 Siege erreicht, 10.000 Karten gewonnen. Trophäenrekord ist jetzt nicht so krass, aber Sieg ist Sieg. Wir sind jetzt in Game Number 2.
ab geht's. Was im nächsten Game? Gegner direkt aggressiv mit dem Dark Orb in die Brücke. Ich habe noch hier, wollte gerade noch meine Anmoderation machen, musste sie abbrechen, musste dann erstmal verteidigen und musste sie ja wieder starten. Okay, komplett fail. Okay, Dark Goblin Bats. Ich bin echt gespannt, was er spielt. Okay, ich würde sagen, es gibt ein Icebird. Und dann würde ich sagen, splitten wir mal Worldbreaker und gucken mal, was er spielt. Okay, hochhealen. Schade, Lock. Ja, okay, das Lock hätte man auch ein bisschen besser spielen können, Herr Royal. Okay. Okay. Nein, nicht den Turm hitten. Wichtig. Das war richtig gut von uns. Das war richtig, richtig gut und richtig wichtig. Jetzt haben wir gleichzeitig noch einen Counter-Push. Und wir wollen auf jeden Fall, oh, der Heathbird, beide Wallys connecten. Und der Turm wird auch noch gefreed. Das heißt, wir kriegen auch auf der anderen Seite viel Chip. Okay, sehr, 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 sehr gut. Und wenn er Lockbait spielt, haben wir wirklich eine theoretische Chance. Das Ding ist halt, es ist immer sehr, sehr schwierig, mit, wenn man ein 1,6 Cycle-Deck spielt, von Matchup zu reden, weil wir halt wirklich keine einzige Win-Condition hat, außer Wallbreaker. Aber wir haben halt gute Karten gegen ihn. Solange die Princess nicht nach hinten spielt. Oh, okay. Dann war mein. Ich nehme alles zurück. Okay. Vielleicht gibt es einfach nur Speargobs. Warum Speargobs und kein Icebird? Mit Speargobs haben wir gleichzeitig noch Counter-Push-Potential. Mit einem Icegeist, er würde nichts machen. Natürlich würde er die Dings kostengünstig gehen, aber jetzt haben wir gleichzeitig mit den Speargobs normalerweise noch einen Counter-Push, um Druck zu machen. Aber natürlich hat der Gegner jetzt die Prinz auf dem Feld. Gucken wir mal, ob ein Kobold was bringt. Ich würde sagen, wir pressen erstmal ein bisschen. Okay, Dark Goblin kommt. Dark Goblin reicht aus. Okay. Ich würde sagen, es gibt einfach nur einen Heathbird, der ist nicht so wichtig in der Defense. Okay, machen jetzt mal diesen hier. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein auf der anderen Seite. Machen wir ein bisschen Double Aim Push. Ice Guys Bats ist eine Kombi, die auf jeden Fall viel Value bekommen kann. Der Heathbird will jetzt nichts bringen, aber zum Chippen, ja, okay. Okay, wir müssen jetzt hier einen High Ice Golem spielen, falls der Prinz an der Brücke kommt. Genau deswegen haben wir es gemacht. Perfekt, Jungs. Perfekt. Okay, jetzt gehen wir hier rein. Ich spamme einfach gerade mal alles rein. Hat er Mega Knight? Er hat kein Mega Knight. Das war's. Wir haben den Turm. Okay, er hat Mega Knight, aber viel zu wenig Elixier. Jetzt hier so. Perfekt. Das gefällt mir extrem gut, Jungs. Wir machen das jetzt so. Müssen wir mich loggen? Oh, komm, Turm. No! Komm. Oh mein Gott, wir gewinnen's. Ich fass es nicht. Unfassbar. Let's go, Jungs. Also im nächsten Game 2-0 bisher mit dem Deck. Okay, Musketiere. Habt ihr eigentlich nicht so Bock drauf, weil wir haben kein Big Spell. Wir locken ihn mit dem Ice Cream pressuren. Das wir werden so pressuren erstmal. Es ist wieder irgendein Lockbait-Deck. Es ist irgendwie wieder ein Lockbait-Deck. Der Typ scheint wieder nicht der beste Spieler zu sein, sehr. Okay, es waren auch richtig starke Skellies Morden. Okay. By the way, Leute, nochmal kurzes Feedback zu den Balance-Karten. Musketieren immer noch extrem stark. Könnt ihr auch genauso spielen. Früher Scaledrinks habe ich, fühle ich den krassesten Nerf. Und Heathbird immer noch solide, aber nicht mehr so OP. Das heißt, Musketieren für mich immer auch die erstbeste Karte von denen. Danach Heathbird, danach Scaledrinks, wenn ich was raiden müsste. Okay, Princess kommt. Lock ist interessant von ihm, jetzt hat er rechts kein Lock mehr. Okay, was wir jetzt hier machen, wenn wir Bats bringen. Ice Golem bringen. Okay, jetzt bringen wir noch Wallback hinterher, gucken, was er hat. Pfeile, Lock. Nicht so einfach, aber wir müssen halt einfach nur flawless verteidigen und ein bisschen Damage bekommen mit Speargobs und so. Dann gewinnen wir mit Tower Damage. Auch wenn ich eigentlich nicht der Typ dafür bin. Aber who cares? A win is a win. Okay, was ist das denn jetzt? Was eine starke Defense von uns, let's go. Split mal Warbreakers. Hier ist Bird als Tank. Okay, er lockt das jetzt auf der Seite, das hat er auf der anderen Seite. Und du musst getieren und die kommt zu spät. Let's go, Jungs. Sehr, sehr gut. Okay. Mach jetzt mal diesen hier. Ich will jetzt irgendwie die Princess ein bisschen predikten. So. Das heißt, ich spiele extra Karten in die Mitte, falls der Princess high spielt, dass sie distracted wird. Wird sie leider nicht. Aber trotzdem ein Bad Connector. Jetzt gibt es hier einen Log.
Jetzt gehen wir direkt rein mit Spiergobs, die extrem stark waren. Well played an mich selber. Gut gemacht, Morten. Du bist echt ein guter Spieler. Du hast auf jeden Fall verschiedene Zähler zu stehen. Vor allem 5 zu 0 zu stehen. Schade, Morten. Egal. Wie gesagt, Fehler passieren. Wir dürfen sich bloß nicht wiederholen. Jetzt kommen einfach die E-Barbs. Hilfe. Jetzt lässt es durch. Okay. Das Ding ist, unser Psych ist halt relativ schnell. Das heißt, wir haben das nächste Lock schon wieder. Die Defense war nicht so schlecht. Das kommt jetzt mega auf die Seite wieder. Okay, es geht klar, das können wir zulassen, den Damage. Vielleicht hätte ich den Turm ein bisschen lockchippen. Auch wenn er die Prince auf dem Feld hat. Auch wenn er das Kobold-Fass hat. Ich glaube, das geht komplett klar. Okay, so. Jo, geht klar, eigentlich die Defense. Oh mein Gott. Vorwerke wieder opposite. Die muss er eh noch verteidigen, die Eumel hier. Das reicht nicht. Einer wird connecten. Princess komm. Princess ist nicht gut. Spear auf sich Chip. Ah, es war ein bisschen zu viel Value, bin ich ehrlich. Das war nicht gut gespielt von mir. Es war einfach viel zu viel Pfeile Value. Okay, gute Defense. Lock, Dings. Hilfe! Nicht joken, Morten, nicht joken. Wir können es immer noch easy gewinnen, aber wir dürfen jetzt bloß keine Fehler mehr machen. Und? Oh, die E-Bubs, warum sind die nicht dran? Ich meine, was habe ich für E-Bubs? Ich kann das jetzt auch echt nicht mehr loggen. Es reicht. Wie unnötig verlieren gegen E-Bubs. Morten Royal verliert gegen E-Bubs. Das wird der neue Slogan in der Build sein. 2-1. Ein Game noch, come on, ein Game. 3-1 wäre solid. Oh, das Game nervt mich. Egal, wir sehen uns im nächsten Game. Bis gleich. Also im nächsten Game gegen Daniel. Viel Glück an Daniel. Moin, moin. Grüße gehen raus. Was kannst du, Daniel? Was geht? Eins Bild rein. Okay, was spielt Daniel? Feuerball ist okay. Bats sollte ein bisschen chippen. Ja, okay. Sollte man nicht unterschätzen. Nein. Jetzt nicht. Wie soll ich einen Goblin Giant Sparky defenden? Ich hoffe immerhin, dass er nur den normalen Giant hat. Okay, am Ende hat er das. Cool, Defense von uns. Ich weiß nicht wie, aber es hat funktioniert. Pressure diesmal nach rechts ein bisschen. Digga, wir führen einfach. Das kannst du doch niemandem erzählen. Okay, ich würde sagen, spielen nur ein Ice Guys. Für ein Elixier sollte nur ein Hit werden. Hier Goblins Bridge. Immer ein Teil weiter nach links spielen, damit ein Hit mehr bekommen als an der Brücke. Okay, wir machen jetzt Pressure ein bisschen auf der Seite. Muss eigentlich ein Feuerball kommen? Ja, Feuerball muss kommen. Seht ihr das jetzt? Oh mein Gott! Let's go! Okay. Kann ich jetzt rechts zappen? Macht er nicht. Muss er halt links zappen. Das ist viel zu viel Damage, mein Sohn. Okay, Wallbreaker rein. Okay, das wird jetzt lustig zu verteidigen.
Hat er überhaupt einen Zap oder hat er nur Log? Ich glaube, er hat nur Log. 10%, nicht optimal. Auf wen will ich jetzt reingehen? World Opposite, genau. Komm, 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 komm. Komm, kein Hit, kein Hit. Oh, Junge. Gegner macht Fettauge, aber das Lock ist gut. Ich fass es nicht. Come on, come on, come on, come on. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Es ist ein ganz normales Sparky-Deck. Wir gewinnen. Was eine unfassbare Episode. Wie gesagt, wenn ihr sowas öfters sehen wollt, lasst sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo. Da schreibt gerne rein. Wollt ihr es mit dem Elektrospirit auch sehen? 1,4 Cycle. Wie ist denn das, das Deck? Testet es gerne auch. Schreibt gerne, was in eurer Folge. Was kriegt ihr hin? Wie gesagt, Jungs, denkt gerne an Credit Code Mountain Shop, lasst gerne ein Abo da, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, mich supportet. Es ist wirklich krass, wie der Channel sich entwickelt, auf dem Weg zu 100.000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank, Jungs, für das nächste Video, nächsten Stream, haut rein und ciao.